Stoimy tu przy oryginalnym drzewie, które jest wydobyte z obwałowania tego grodziska. Tak były budowane wały, taką metodą skrzyniowo-hakową. Skrzynie to były tutaj, gdzie właściwie się sypało drewno, kamienie, piasek, a haki to były te gałęzie, co się capowało tutaj, prawda, żeby te wały się nie rozchodziły. To drewno było też, można powiedzieć, badane do chronodendrologii. Badania też wykazały, że to drewno sobie liczy 960 lub 970 lat. Dlaczego dąb? No bo dąb samoistnie w mule, w piasku, w wodzie się konserwuje. Tutaj badania przeprowadzali nam poznańscy archeolodzy, pani profesor Hołowińska i państwo Dymaczewscy, właściwie w latach 1958-65. I badania właściwie tutaj nam potwierdziły, że tutaj wszystkie... Ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht. Ich denke, Sie sind Polin. Meine Eltern sind Polen. Zu Hause in Berlin wurde mit mir nur Deutsch gesprochen. Sie können eigentlich kein Polnisch? Wenig. Nicht ein Wort über 700 Jahre deutsche Geschichte hier. Alle haben gedacht, Sie können perfekt Polnisch, als wir Sie engagierten. So kann man sich täuschen. Aber mich interessiert natürlich Ihr Thema. Mein Thema? Ja, Ihr Thema. Ich kenne mein Thema noch gar nicht. Ach so. Fähre ist natürlich immer ein schöner Anfang oder sogar ein Schlüsselbild. Wie lange fährt die schon? 80 Jahre. Deutsche Ackerbürger auf dem Weg zu ihren Gemüsegärten im Sommer 1930. Vielleicht sind Sie ein bisschen zu sehr fixiert auf die deutsche Geschichte hier. Haben Sie meine Zigarette für mich? Da hinten vermieten Sie Boote. Können Sie rudern? Dann nähern wir uns dem Land auf dem Wasserweg. Auch diesen Shop haben sich durch falsche Angaben ergaunert. Aber ich kann fotografieren. Haben Sie eine Idee von dem, was Sie da fotografieren? Ich fotografiere keine Storchennester. Darüber wollte ich gerade schreiben. Das Land ist voll von leeren Storchennestern. Ein schönes Bild für seine Reportage. Halb Polen ist verwaist, verdient sein Geld im Ausland.
Womit haben Sie sich hochfotografiert? Sie meinen, womit ich mich hochgeschlafen habe? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe ehemalige Prominente fotografiert. Politiker, Schauspieler, einen Choreografen. Jetzt einen alten Reporter. Ich bin natürlich stolz, mit Ihnen zu arbeiten. Und manchmal denke ich, es gibt keine Leser für meine Stücke. Sie sind zu komplex. Es fehlt an Einfachheit. Ich lebe nur noch von meinem Namen. Aber die Quelle sprudelt munter weiter. Stil ist stark. Und die Dinge gehorchen ihm schon. Was dieser Fluss schon alles gesehen hat. Er schlängelt sich durch eine Landschaft ohne Gedächtnis. Die deutschen Kinder, die hier in diesem Fluss vor 70 Jahren geschwommen sind, leben jetzt in einem nordrhein-westfälischen Pflegeheim und verlieren sich in den Bildern dieses Flusses, ihrer verschollenen Heimat. Hm. Sie sind wie ein vorlautes Kind. Ich weiß gar nicht, ob das ein Lob sein sollte. Doch, doch. Das ist ein Lob. Für jemanden wie für mich ist das ein großes Lob. Der Alkohol und die slawische Seele. Trinken Ihre Eltern? Quatsch. Ich mag, wie Sie fotografieren. Ich weiß zwar nicht, wie die Bilder nachher aussehen, aber mir gefällt, wie Sie aus fauler Unbeweglichkeit plötzlich schießen. Wie ein Krokodil. Wartet wie tot auf seine Beute und plötzlich beißt es zu. Wie die Wikinger dringen wir in die Siedlung ein. Zunächst in friedlicher Absicht. Aber vielleicht kommt es auch zu Kampfhandlungen. Ich werde schießen, wenn nötig. Das ist ja verblüffend. Plötzlich sind wir in der Literatur gelandet, Tschechow. Den kenne ich. Ich mag ihn. Ja, den kennt jeder. Codienna. Codienna. Da, Codienna. Codienna. Scheich 78. Bitte? Scheich 78. Was ist ja? Ein verschlossener Ort ohne Gedächtnis. In einem Stück von Tschechow
gibt es einen älteren Schriftsteller, auf den die Frauen alle scharf sind. Wahrscheinlich, weil er so berühmt ist. Er hat immer ein Notizbuch bei sich und schreibt alles auf, was er sieht. Könnten Sie hier leben? Reisen wir weiter. Tschechow hat sich uns nicht gezeigt. Verdammt. Scheiße. Das Boot ist weg. Da, da treibt es. Wyciągnąć wodę. Gabriela, przemokliście do nitki. Urządzimy tu tak, żeby można było przyjąć turystów. Tylko trzeba najpierw spalić te wszystkie stare graty. No, te gazety, książki, no. Same stare graty. A, wszystko do spalenia. Zdrowie wszystkich uratowanych i zdrowie ryb. Zum wohl. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Sind das jetzt Mann und Frau oder Mutter und Sohn? Könnten doch auch Geschwister sein. Nein, nein. Die Geschlechterverhältnisse in Polen sind rückständig. Katholisch antiquiert. Er ist ihr Sohn. Warum nicht ihr Liebhaber? Und jetzt verbrennen sie die Reste unserer Geschichte.
Zum Wohl. Ach, zum Wohl. Na zdrowie. Na zdrowie. Musimy popłynąć do Santoka. Łódka. Łódka jest wypożyczona. Ja mam łódź motorową i mogę was pociągnąć w górę rzeki. Płyniemy? Motorowa jest moja. Płyniemy do Santoka? Schlüssel. Auto, Schlüssel. Key. Wir gehen zusammen. Aber das bringt doch nichts. Ist ja viel zu spät. Poniesie nad rzeka. Najpierw warta, potem odra. Morze. I dalej Nowa Zelandia. Chiny. China? Chiny. Chiny. Alte Kamera macht schöne alte Fotos. Stare czasy. Miał pan wtedy tyle lat, co Krzysztof. Das ist natürlich ein Irrsinn. Könnte meine Enkelin sein. Verzaubert mich. Skomplikowana sprawa. To co, mam zadzwonić do niego i powiedzieć mu, żeby zostawił w spokoju pana dziewczynę. Nie no, teraz pomyśli, że się utopiłem. Ja już nie jestem małym chłopcem, ale ona by chciała, żeby tak było. Boi się, że jak wyjdę z domu, to już mnie więcej nie zobaczy. On teraz próbuje zabrać panu żonę. To taki dobry chłopak. Tylko jak hormony mu skaczą, to już nie umie pomóc sobie. Ale kobietki... No, jeszcze wnuki z tego będą. Wnuki, których nie będę nigdy widziała gdzieś w Niemczech.
Oh, Cisza! Wofür ist eigentlich die Fähre da? Da drüben wohnt doch kein Mensch. Für Kühe und Bullen. Eine Fähre fährt ins Bullenland. Bullshit. Bullshit. I love this world. Bullshitland. Bullshit world. Tschechow verließ die Dinge geschehen. Wie ein alter Fluss bewegte seine Geschichten. Diese scheiß Pointen. Landschaft ohne Gedächtnis. Tschechow ist ja in Deutschland gestorben. Zum Schluss seines Lebens hat er nur noch darüber geschrieben, wie hässlich sich die deutschen Frauen anziehen. Ich glaube, in Ihrer Generation hat man ganz anders verführt, als man das heute tut. Ja, wir haben immer zu viel geredet, das ist klar. Thank you.